Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Adobe Live. Einen wunderschönen Wochenstart euch allen. Wir haben wieder einen ganz tollen Illustrationsstream für euch vorbereitet, auf den ich mich persönlich ganz besonders freue, denn wir haben einen wunderbaren Gast heute dabei. Kati Silaki. Hallo Kati, herzlich willkommen. Hallo, schön, dass du da vielen bist. Dank. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir freuen uns ganz besonders, dass du heute da bist. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich kann mich an deinen Arbeiten gar nicht satt sehen. Und ich glaube, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich euch sage, heute erwartet euch wirklich was ganz Wunderbares. Für alle Zuschauerinnen und Zuschauer auf YouTube, die gerade live dabei sind, kommt doch gerne zu uns auf behance.net/live. Da ist der Chat, da sehen wir eure Fragen und die kann ich dann gerne an die Kati weiterleiten und dann können wir zusammen ins Gespräch kommen über Illustration und Grafikdesign. Und in dem Rahmen auch gleich hallo und herzlich willkommen an alle und euch im Chat. Der Marcel ist wieder im Büro, habe ich gerade gelesen. Der Thomas schaut aus den Alpen zu. Sabrina ist da, guten Morgen Rudolf, hallo Sascha, Andrea ist wieder mit dabei, Fritz, Gabi, guten Morgen. Ja, wunderbar, der Raum füllt sich, wir haben ein wunderbares, nettes Publikum hier, das kann ich dir versichern, wir haben eine ganz wunderbare Community. Da würde ich gerne das Wort an dich weitergeben, Kati. Stell dich doch einfach mal kurz vor und lass uns mal einen Blick auf deine fantastischen Arbeiten werfen. Ja, danke für die Vorstellung. Ich heiße Kati Silaki und bin selbstständige Illustratorin, was ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, und arbeite seit mittlerweile 4 Jahren selbstständig. Bin vor allem im Editorial-Bereich unterwegs, das heißt so Magazine, Zeitungen, Zeitschriften, mache aber auch ab und zu Produktdesign oder Werbung und bin seit diesem Jahr auch bei einer Agentur, also einer Illustrationsagentur, die mich für Nordamerika vertritt und ist auch ein bisschen neu für mich, weil ich sonst gewohnt bin, als Selbstständige ziemlich den Überblick zu haben über alles, als Kundenverkehr, Verträge, Steuern und so weiter. Und das, jetzt musst du das ein bisschen outsourcen an der Agentur. Genau, genau. Da gehört auch viel Vertrauen dazu, ja. Ja, am Anfang schon, aber also ich habe gerade ja schon ein bisschen von der erzählt. Ich finde, die ist sehr vertrauenswürdig, sehr, die geht sehr gut auf uns ein. Die ist closer und closer und da ist mir dann recht leicht gefallen, auch abzugeben. Das geht gut. Ja. Sehr schön. Und da auch schon wunderbar deine erste Illustration, dein Intro-Blatt. Fantastisch. Ja. Sieht man das schon? Genau. Ja. Ja, das war auch ein Auftrag, aber ich dachte, das passt ganz gut als Intro. Das war mal für das Hohe Luft Magazin und ich glaube, es ging um das Thema Ideenfindung oder den Prozess, dass man manchmal auch durch diese Qual durch muss, durch die Langeweile vielleicht auch und am Ende kommt dann irgendwas bei raus. Und ich habe damals, ja, weil es irgendwie auch auf mich zutrifft, mich selbst gemalt. Bisschen, egozentrisch, aber Andrea sagt auch gerade, so fühle ich mich gerade. Ja, ja, man kennt es, glaube ich. Ich glaub, wir kennen das alle. Jeden Zustand in dem Bild kennen wir alle. Und eigentlich kommt ja dann gar nicht die Erleichterung, die dann irgendwann eintritt. Die ist hier noch nicht zu sehen. Das ist der Zustand davor. Ich finde aber auch gerade diesen Part total toll an der Illustration. Also gerade zum Beispiel bei Zeitungen, Zeitschriften, wo man ein Thema bekommt, das dann vielleicht auch gar nicht mit dem Wissen übereinstimmt, was man schon hat. Politik, Wirtschaft und da muss man sich erstmal reinfinden, recherchieren, vielleicht so ein bisschen eine Meinung zu bilden und dann irgendwann vielleicht auch die Bildsprache lernen, die dort vorherrscht. Und dann, also es ist immer so ein bisschen wie ein Rätselraten auch, finde ich. Und das macht es total spannend und hilft mir auch ein bisschen bei meiner Erweiterung des Allgemeinwissens, glaube ich. Genau. Das ist schön, wenn man das bei der eigenen Arbeit auch noch erfährt, sich. Ja, ja, total. Ja, genau. Genau, das ist so ein bisschen Intro. Ich habe ja einen etwas komplizierten Nachnamen für deutsche Verhältnisse, der kommt aus dem Ungarischen und habe mich deswegen zu entschieden, als ich damals meine Webseite aufgesetzt habe und auch meinen Instagram mit dem Handle Kati C. SZI, dass ich das ein bisschen abkürze, weil es dann vielleicht ein bisschen leichter ist. Ja, das ist eine gute Idee.
Da kann der Tim auch gleich mal den Link in den Chat posten, damit die alle gleich auf Follow klicken können. Sehr gerne. Meine Website muss man dazu sagen, ich habe sie reingestellt, aber ich muss sie echt überarbeiten. Ich habe schon minutenlang durchgescrollt durch deine Arbeit und dachte, oh mein Gott, Wahnsinn. Also auch das, was schon drin ist, ist einfach fantastisch. Aber wenn du dann noch mehr hast, dann ja. Ja, aktuelleres mal wieder, muss man ja doch am Ball bleiben. Und da bin ich bei Instagram und Behance ein bisschen aktiver. Ja. Genau. Ich wollte einfach heute ein bisschen von meinem Werdegang erzählen, wie ich zur Illustration kam, was ich eben an Illustration jetzt mache und dann auch zeigen, wie ich so vom Analogen ins Digitale gehe, weil ich immer noch analog arbeite und natürlich aber das Finishing immer in Adobe Photoshop mache. Sehr cool. Und ich fange an mit ein paar Inspiration oder Einflüssen von mir in früher Kindheit oder Jugend. Da ist zum Beispiel links oben und mittig sind Sompé und Claire Pretécher, die Cartoons, Comics gezeichnet haben oder noch zeichnen. Claire Pretécher ist leider dieses Jahr verstorben. Mhm. Und meine Mutter hatte eine riesige Comicsammlung, unter anderem die beiden. Und ich habe das als Kind schon geliebt. Sompé hat man recht schnell verstanden, auch als Kind. Den kennen bestimmt auch viele, hat auch New Yorker Cover gemacht und der kleine Nick kennt man vielleicht auch von ihm. Und der hat immer total schönes Detailreichtum an den Tag gelegt und auch immer so ein Humor, der mir total zugesagt hat. Und ich glaube, da habe ich mir auch bis heute ein bisschen was behalten, was so die Liebe zum Detail angeht und Geschichten erzählen. Claire Pretécher war, glaube ich, für meine Zeit als Kind noch ein bisschen zu hoch, aber ich fand die Bilder lustig und die Figuren immer so schön überzeichnet. Die ist auch eine Inspiration für Ralf König, den man vielleicht kennt, gewesen, was die Nasen angeht. Ja, die sind sehr berühmt, die Nasen. Genau. Und das ist quasi die Inspiration für ihn auch gewesen. Und irgendwann habe ich dann aber auch die Witze verstanden und eine fantastische Comiczeichnerin. Timon Struppi kann man natürlich auch kritisch sehen heutzutage, aber hat mich auch sehr geprägt, habe ich geliebt als Kind. Ganz viele Comics aus der Stadtbücherei ausgeliehen, auch andere franco-belgische und so. Mhm. Und was ich glaube, ich zeichne heute sehr, sehr selten Comics, aber was ich mir davon schon so ein bisschen behalten habe, sind auch, also nicht der Stil, der ist viel klarer, sind aber so ein paar Elemente wie diese Aktionslinien und so Tropfen, was man oft in der Comicwelt findet. Da zeige ich später auch noch was. Das nutze ich mittlerweile auch ganz gerne. Ich war dann auch in der Jugend ein riesiger Manga-Fan. Ich auch. Wahrscheinlich viele, genau. Ich habe alle 18 Bände von Sailor Moon noch da drüben im Regal stehen. Ach, geil. Nee, ich habe auch nur die Serie geguckt. Ich habe mir leider nicht so viele Manga kaufen können vom Geld. Die Mangas sind noch viel schöner als die Serie, muss ich ja, sagen. Ja, eben, eigentlich schon. Aber genau, RTL 2 mittags. Ja. Ist das nicht witzig, dass wir eigentlich alle zur selben Zeit vorm Fernseher saßen? Irgendwie schon. Es hat einen verbunden quasi. Riesenfan. Irgendwann fand ich es dann aber auch irgendwie uncool. Ne? Irgendwann kommt ja, man durchlebt ja so Phasen. Und dann wollte ich nicht, also ich habe früher auch ein bisschen Manga gezeichnet, war aber doch nie so ambitioniert und nie so wahnsinnig gut. Aber ich fand es dann wahnsinnig schwer, wieder aus der gelernten Proportion. Genau. Also das, da habe ich am Anfang echt gebraucht und dann auch manche Ausdrücke, die man davon kennt und so ganz leicht sind vielleicht auch welche bei mir, also man erkennt das glaube ich nicht, aber ich merke manchmal, das kenne ich glaube ich aus Mangas oder eben aus anderen Cartoons. Und mittlerweile, also es gibt auch total tolle IllustratorInnen, die ihre Manga-Einflüsse weiterentwickelt haben und jetzt gar nicht mal in der Manga-Welt arbeiten, aber das auch in die Editorial-Illustration übertragen und sowas finde ich sehr spannend, wenn man auch sowas schafft. Also man muss nicht immer seine Hintergründe negieren. Richtig. Genau. Und Ali Mitkutsch kennen bestimmt auch viele Kinder. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ich glaube, er ist Deutscher und ist dann wahrscheinlich vor allem in Deutschland bekannt gewesen. Ich weiß ja nicht, vielleicht eher Westdeutschland, weiß ich nicht. Der hat so die Wimmelbilder ein bisschen erfunden. Ja. Und total charmante Bilder entworfen und auch hier nochmal dieses Geschichten erzählen und
viele Details erkennen. Ich weiß jetzt nicht, ob es an ihm lag oder an Tropez, aber ich habe auf jeden Fall ein Faible dafür in meinen Illustrationen auch noch heute. Ja, wunderbar. Das, ich glaube auch, das erkennt man auch ganz stark. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ganz viele deiner Arbeiten erinnern mich an meine Kindheit. Stimmt, genau. Also ich glaube irgendwo, man weiß ja gar nicht, was alles bewusst aus der Kindheit in die Werke eingeht. Alles bleibt da irgendwie. Genau, das ist auch mir direkt das Herz auf. Ja. Genau, ich habe dann als Kind, Jugendliche viel gezeichnet, aber war gar nicht so ambitioniert, damit wirklich was später beruflich zu machen. Oder nicht so, ich hatte kein Berufsbild, was ich unbedingt machen wollte. Weil, das sind Arbeiten aus deiner Kindheit? Nee, Entschuldigung, ich bin ein bisschen gesprungen. Das ist, das ist aus dem Studium. Ich habe da nämlich doch so ein bisschen an Ermangelung an Ideen, was ich studieren soll, eine Mappe gemacht für das Kommunikationsdesignstudium. Ich komme aus der Ecke von Frankfurt am Main. Ich bin dann nach Mainz gegangen, also irgendwie war ich nicht so ambitioniert, weit weg zu gehen. Am Anfang ist auch alles eher mir ein bisschen zugeflogen, muss ich sagen. Ich würde, wenn jemand zuschaut, der oder die Interesse hat, in die Richtung zu studieren, auf jeden Fall gucken, was interessiert mich eigentlich. Man lernt ja im Studium noch andere Dinge und vielleicht verschiebt sich der Fokus, aber ich habe mir wirklich gar keine Gedanken gemacht, ist die Hochschule geeignet für mich, bietet die das, was ich brauche. Ich hatte aber letztlich total Schwein, weil etwa gleichzeitig mit mir auch eine tolle Professorin angefangen hat für Illustration, die mich dann auch sehr geprägt hat, die auch tolle Dozentin reingeholt hat. Also sie heißt Monika Eichle, ist auch noch da in Mainz und dann war Katrin Stangl da, dann war Paula Troxler da und das waren so auf jeden Fall Einflüsse, die mich so ein bisschen in die Richtung gebracht haben, wo ich heute bin. Das ist mein ästhetisch. Moment an der Dozentin, wenn man so... Ja. Frau Eichle war auch mit uns, gehe gleich noch auf meine Kommilitonin ein, mit uns in New York und sie selbst hat eine Weile da gelebt und hat uns dann so ein bisschen die Editorial-Welt dort gezeigt und das hat, glaube ich, meine Liebe zu dieser Richtung schon beeinflusst. Ja. Genau, und eigentlich das größte Glück war, dass ich tolle Freundinnen, Kommilitonen im Studium hatte in Mainz und später auch in Stuttgart. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Spannendste gewesen, sich da auszutauschen. Die haben auch alle für Illustrationen geschwärmt, sind eigentlich mittlerweile auch alles Illustratorinnen und sehr erfolgreich, machen wunderschöne Arbeiten. Und wir hatten dann auch im Studium und auch so gegen Ende des Studiums dann so ein Kollektiv gegründet und haben eben, das ist das, was ihr seht, haben dann eine Reihe an Zines rausgegeben, eher so ein bisschen aus Spaß und um in Kontakt zu bleiben. Und dann immer so ein Monothema, das eine war Kreuzfahrten oder wir haben uns Parallel Universe Collective genannt, was ein Parallel Universe, dann auch mal Comics gemacht zu Musik, ist das untere. Das ist fantastisch. Das hat total Spaß gemacht und ich fand auch die... Die freien Arbeiten, die man vielleicht mit Freundinnen macht, Freunden, Kommilitonen im Studium, bringen einem manchmal noch mehr, weil man da so richtig die Regie führt und vielleicht auch erstmal nur was Kleines macht. Das wächst dann aber und daraus entstehen auch Kollaborationen für später. Also viele Grafikstudios finden sich ja auch im Studium, glaube ich. Ja, das stimmt. Und ich glaube, das hat mich so am meisten geprägt und geleitet, die anderen Leute. Ich habe nach dem Bachelor noch nicht so richtig gewusst, wie ich in die Selbstständigkeit starte. Ich habe mich schon auf Illustration im Studium konzentriert, aber habe vor allem analog gearbeitet und alles, was dann digitalisiert wurde, was man ja natürlich machen musste, Photoshop ein bisschen bearbeiten, damit man es drucken kann, hat so semi-gut geklappt. Also ich war da noch nicht so sicher und habe mich dann entschieden, nochmal weiter zu studieren bin dann nach Stuttgart gegangen, an die Kunstakademie, die eigentlich auch nicht so einen wahnsinnigen Fokus auf Illustration hat. Also da gibt es nicht mal bessere Hochschulen oder Fakultäten, aber vielleicht welche, die ein bisschen mehr drauf zugeschnitten sind. Aber dort war es sehr spannend, weil man Ateliers hatte und so mit seinen Leuten auf einmal an einem Ort saß und sich noch besser austauschen konnte. Und es ein sehr freies Studium war, was manche vielleicht auch mal überfordert. Aber ich hatte schon dann so ein
so ein Ziel, so okay, ich mache das Studium noch und dann muss es mal losgehen mit der Illustration. Und deswegen habe ich dort dann die Freiheit, die man dort hatte, total genossen und war jetzt gar nicht so illustrativ, aber ich habe viel Illu dort eigentlich vor allem gemacht und auch wieder tolle Leute kennengelernt. Wenn das eine Kunstakademie war, was waren da so deine Fächer? Es war allerdings wieder Kommunikationsdesign. Also die haben verschiedene Studiengänge. Mhm. Aber das Tolle ist, dass dort auch Künstler sind, bildende Künstler, Textildesigner, Architekten. Das heißt, man hat auch die Werkstätten von denen nutzen können und hat so eine riesige Vielfalt gehabt. Ein großer Kosmos an allen möglichen Einflüssen. Genau, genau. Und zu meiner Zeit war das noch nicht so weit verbreitet, glaube ich, dass man auch mal den Studiengang gewechselt hat. Aber ich glaube, mittlerweile machen die das immer mehr. Mhm. Und das finde ich auch total sinnvoll, dass man mal was zu den bildenden Künstlern reinschaut oder zu den Textilern. Unbedingt. Für so ein Semester. Und ich glaube, da findet viel mehr Austausch mittlerweile statt und Interdisziplinität. Und Inspiration, ja. Ja, genau. Und und dort habe ich dann so langsam gemerkt, dass es sich formt, wo es hingehen soll. Die Freundinnen von der Mainzer Zeit haben zum Teil auch schon als Illustratorin gearbeitet. Das hat natürlich auch dazu beigetragen. Die konnte ich dann fragen, wie läuft das überhaupt? Oder interessant, so funktioniert es. Die haben dann erzählt. Und im Studium hat sich dann so langsam bei mir rauskristallisiert. Also das sind Arbeiten, die sind noch so zur Studienzeit entstanden. Dass ich den einen Stil habe, der auf der Zeichnung fußt. Gezeichnet habe ich schon immer. Irgendwann hat sich das halt so in diese Ästhetik entwickelt. Das war, glaube ich, in einem Kurs, das war ein ganz praktischer Kurs fürs Portfolio später, ein Illustrationskurs, wo der Dozent Jan Barzing uns Texte gegeben hat, die wir illustrieren sollten, also ein bisschen simuliert. Genau. Und sowas kann man natürlich dann super ins Portfolio packen. Und da ging es um Clean Chic, also so diese sehr reduzierten, minimalistischen Wohnungen. Ja. Und wie man vielleicht sieht, habe ich zu der Zeit noch sehr sparsam mit Farbe gearbeitet. Mhm. Also ich glaube, das war auch thematisch, aber generell war ich noch nicht so farbfest. Immer so ein bisschen in der Schwarz-Weiß-Welt und dann so eine Signalfarbe oder zwei. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass mir die Zeichnungen auf Dauer zu filigran sind und ich dafür so ein bisschen so einen Gegenpol gesucht habe und habe dann angefangen mit Scherenschnitten. Was man rechts sieht, das ist jetzt einfach eine freie Arbeit. Die ist jetzt auch eingescannt, deswegen ist sie sehr flach. Also man sieht jetzt nicht den Schatten, den man ja sonst manchmal da noch sehen würde. Und habe das einfach mal so für mich gemacht und wusste aber noch nicht so richtig, was ich damit machen will. Ich fand es aber sehr spannend, dass dann im Gegensatz zur Zeichnung, wo man ja schon mit dem Stift sehr bewusst irgendwelche Formen erstellt, dass es bei dem Scherenschnitt allein wegen dem Material oder mal einem Verschnitt ganz schnell zu neuen Formen kommt. Ja. Und auch so ein bisschen auf einmal nicht mehr Linie, sondern Fläche wichtig ist. Bei so einem einfachen Scherenschnitt hat man auch nur positiv, negativ. Also man kann auch nicht so viele Ebenen auf einmal hinzufügen. Und ich habe das beides total geliebt, wusste bei der Zeichnung, okay, das geht schon Richtung das, was wahrscheinlich später funktionieren würde. Aber ich wollte auch den Scherenschnitt gern weiterführen, wusste aber noch nicht, ob zum einen, wie ich das dann digitalisiere und zum anderen, ob das die späteren AuftraggeberInnen verwirrt, dass ich zwei Stile habe, die ja dann schon so konträr sind. Und letztlich, ich dachte die ganze Zeit, ich muss mich entscheiden. Und letztlich habe ich mich aber dazu entschieden, beide weiterzuführen und es einfach mal zu probieren. Ich meine, mittlerweile gibt es ja auch, oder es gibt ja auch viele IllustratorInnen, die beide Stile fahren, also mehrere Stile fahren. Das finde ich ein wichtiges Statement, was du da gerade gemacht hast. Ihr müsst euch überhaupt nicht entscheiden. Genau. Genau, also es ist schon, glaube ich, gut, wenn man irgendwie auf seinem Portfolio, Webseite ein bisschen sehen kann, okay, was wofür steht die Person, aber das muss nicht eins sein und solange die Stile auch irgendwie, also entweder das eine ist noch experimenteller oder und wird als solches irgendwie wahrgenommen oder alle haben irgendwie ihre gleiche Berechtigung, warum nicht, ne?
Ja, wir hatten auch schon so viele Gäste, die nebenbei was ganz anderes machen, die ihre Inspiration vom Kochen holen oder von wo auch immer. Und wenn man sich da jedes Mal sagen würde, man müsste sich für eins entscheiden, dann würde man all das, was die da an tollen Arbeiten dann zeigen, würde man alles verpassen, wenn die sich für eine Sache hätten entscheiden müssen. Und ich glaube auch, wenn man an irgendwas leidenschaftlich dran ist und vielleicht aber auch noch gar nicht das so richtig als Ziel vor Augen hat, wo das hinführt, entstehen da über Umwege und Zufälle die viel spannendere Sachen oder ganz neue Sachen. Und wäre schade, wenn man das sich verbieten würde. Genau, und für sich persönlich als Künstler ist es ja auch noch viel wichtiger, dass man das alles macht und dass man sich dann nicht begrenzt. Absolut, genau. Also das auch manchmal, wie gesagt, um wieder neue Wege zu denken. Bei mir ist es jetzt Fläche, Linie gewesen und so weiter. Sua war hier auch schon im bei Adobe Live. Der hat auch an der Kunstakademie studiert. Genau, und ihr wart zwei Semester, glaube ich, auseinander, richtig? Ja, eins oder zwei, ich weiß es nicht mehr genau. Und da war eine andere Klasse, also da gibt es so Klassenformen. Aber natürlich kannte man sich und ich habe mir auch seinen Stream angeguckt und da hat er ja auch erzählt, dass er am Anfang gar nicht wusste, ob er Illu macht. Also ich kannte ihn noch so, dass er alles Mögliche macht und freut mich total zu sehen, dass er jetzt voll im Illu-Business mit drin ist. Genau, und er ist jetzt auch bei der Agentur, von der ich vorhin erzählt habe. Mhm. Das ist umso besser. Genau, und dann habe ich im Diplom angefangen, oder ich habe mir mein Diplom so aufgebaut oder so gestellt, dass ich dachte, okay, ich will beide Stile nutzen oder beide Stile zeigen und das dann später auch für mein Portfolio, für die Bewerbung nutzen und im Diplom dran arbeiten, wie kann ich die so ein bisschen weiterentwickeln. Und ich hatte das Thema Doppelgänger, das war so eine Geschichte über Goethe, der sich im Wald selbst trifft, so eine Überlieferung von ihm. Und ich glaube, zu der Zeit habe ich so das letzte Mal tatsächlich die analogen Scherenschnitte gemacht, die ich heutzutage nicht mehr mache, weil das für die Kunden viel zu viel Aufwand wäre. Mhm. Aber hier zeige ich mal, wie ich so von A nach B zur digitalen Version kam, so ganz grob. Spannend. Und also hier passt das aus, das muss ich noch kurz loswerden. Dankeschön. Genau, das ist so ein Scherenschnitt. Ich habe den oft auf schwarzen Karton oder dickeres Papier ausgeschnitten und ich habe die eine Seite schon immer voll gemalt. Das sieht man ja auch hier so an ein paar Strichen und bunten Linien, wo ich was eingezeichnet habe und habe die Seite dann genutzt als Vorlage und dann ausgeschnitten und dann einfach umgedreht und entweder aufgehangen, wenn es für eine Ausstellung war oder eingescannt, genau. Da kommt übrigens ganz viel Zustimmung aus dem Chat. Thomas sagt, genau, ich illustriere in unterschiedlichen Stilen, von abstrakt bis unrealistisch. Ja, und super. Wade sagt auch, ich liebe Abwechslung, ist wie eine Reise. Und die Kamera sagt, Abwechslung macht auch den Kopf frei. Und Fritz sagt zu deinen Arbeiten davor, das ist ja super. Dankeschön. Ja, total. Also auch wenn vielleicht der eine Stil, ich wiederhole mich vielleicht auch gerade nicht, funktioniert für Aufträge, kann man ihn ja trotzdem für freie Projekte weiterführen. Mhm. Also das muss ja nicht immer direkt mit dem Ziel, das muss dann auch ein Job ergeben, gemacht werden. Es muss immer ums Geld verdienen gehen oder ums Portfolio. Es geht auch um Arbeit. Ja, und das wäre jetzt dann so eine digitalisierte Version und da sieht man, muss mal kurz uns ein bisschen wegschieben, da sieht man schon an manchen Stellen, dass ich das dann an hier und da ein bisschen verändert habe, wo ich dann, man sieht meinen Cursor, oder? Okay, ja. Wo ich dann gemerkt habe, okay, das habe ich ausgeschnitten und entweder hier ist mir vielleicht sogar was aus Versehen rausgefallen, also da habe ich dann quasi das Papier weggeschnitten und hier war ich mir nicht sicher, ob ich das so machen soll, deswegen habe ich einfach schwarz gelassen und habe es dann hier in ein bisschen freiere Form verwandelt. Aber also man erkennt ja noch, wo es herkommt, aber so an manchen Stellen habe ich dann was geändert, was ich ästhetisch irgendwie noch besser fand. Und im Grunde arbeite ich auch heute so mit diesem Stil für Kunden, dass ich noch weiß, wie ich das analog machen würde und die Form im Kopf habe oder ich gucke mir alte Arbeiten an und die dann reproduziere, also quasi mit der Ästhetik von einem echten Scherenschnitt arbeite, aber das dann einfach digital tatsächlich auch nicht mehr in Illustrator, weil ich einfach in Photoshop geübter bin, dann dort mache. Und genau, und so ist jetzt ein kleiner Sprung. So ist es dann koloriert. Im Grunde lege ich einfach dahinter Farben. Und natürlich gehe ich jetzt auch weg von dem
richtigen, von der Scherenschnittlogik, weil, also würde man verschiedenfarbige Papiere hinterlegen, würde es natürlich funktionieren, aber... Ja, wie im Tonpapier zum Beispiel. Genau, aber also ich... übrigens der Sua aus dem Chat, der sagt, mega cool. Hallo Sua. Sua, wir haben gerade von dir gesprochen, schön, dass du da bist. ja, und hier habe ich dann auch das Schwarz beigehalten, weil es mich einfach an diese Scherenschnitt-Ästhetik erinnert und... Mhm. Genau, und das war so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, ah, das funktioniert auch digital. Es hat natürlich, ist auch sehr plakativ oft, obwohl ich natürlich auch wieder in meine filigrane Liebe reinfalle. Und ja, das war so der Startschuss, um den Stil auch irgendwie dann mehr als nur mal für eine Ausstellung mit den analogen Werken zu nutzen. Ja. Die Pia sagt doch gerade, sie hat Scherenschnitte in der Ausbildung auch sehr gerne gemacht. Ach, cool. Und Thomas sagt, Scherenschnitte waren für mich zu fummelig. Ich habe Linolschnitt geliebt. Das haben wir im Kunstunterricht des Öfteren als Aufgabe bekommen. Ja, das ist auch der super. Sagt, dein Scherenschnitt ist mit Farbe ist der Wahnsinn. Und Carina Lindmeier ist da. Carina ist morgen wieder für euch hier im Stream. Ja, sagt, ich habe vorhin mit dir noch geschrieben. Sehr schön. Ja, und genau, das ist eigentlich auch das Coole im Studium. Also den Scherenschnitt, den gab es jetzt nicht so vorgegeben, sage ich mal. Aber auch Linolschnitt, Siebdruck, Offsetdruck und so, das hast du dann auch oft in Werkstätten an verschiedenen Hochschulen. Und man kann sich da einfach ausprobieren. Und ja. Daraus entstehen dann ja... Genau, also das ist toll. Und bei deinen Scherenschnitten, machst du das tatsächlich alles mit einer Schere, mit einer kleinen oder auch mit einem Cutter oder einem... Ich nenne sie deswegen auch eher Cutouts, weil ich es mit einem Cutter mache. Mit einem Skalpell. Genau, und ja, einfach auf einem auf so einer Schneideunterlage. Und unglaublich beruhigend, oder? Ich liebe das. Ach, total. Ja, ich glaube, das war auch so ein bisschen eine Sache, weil ich mag zum Beispiel meine Skizzen, so Skizzenbücher mochte ich nie, was ja andere Leute auch beruhigt oder was viele andere ja auch nutzen. Und für mich waren dann die Scherenschnitte einfach Form finden, wie Meditation. Großartig. Ja, und dann nach dem Studium in Stuttgart 2016 im Sommer war das Studium vorbei, habe ich dann den Sommer über genutzt, um erstmal ein Portfolio zusammenzustellen aus ein paar Jobs, die ich schon im Studium hatte, aber nicht so viele, und ein paar Arbeiten, die im Studium entstanden sind oder das Diplom. Und dann habe ich eigentlich eine Website gebaut, PDF-Portfolio und Adressen von Artdirektoren und Artdirektorinnen rausgesucht. Das sind ja dann meist die Ansprechpartner für uns. Und ich wusste schon, ich probiere es einfach erstmal im Editorial-Bereich. Das heißt, ich bin in den Kiosk gegangen, habe das Impressum angeguckt, wer arbeitet da, wie finde ich die Mailadresse raus. Cool. Ist erstmal so eine Sisyphus-Arbeit, aber irgendwann lohnt sich's, und dann muss man einfach erstmal rausschicken. Also es ist auch am Anfang erstmal mühsam, aber irgendwann kommen dann eben die ersten Jobs, und dann wird dein Portfolio natürlich spannender, wenn du dann deine Arbeit wirklich auch in einem Layout zeigen kannst. Und ich glaube auch, manche Artdirektorinnen wollen auch gerne sehen, die Person hat schon mit dem und dem gearbeitet. Das läuft wahrscheinlich schon, der kann ich vertrauen, dass das gut abläuft. Und das war einer meiner ersten Jobs. Ganz kurz noch so vorher, ich bin dann nach Berlin gezogen, habe dann mit meinem Freund zusammen gewohnt in einer Einzimmerwohnung und habe auch da gearbeitet. War ein bisschen war eine Herausforderung, aber wir sind noch zusammen. Und habe auch gleichzeitig angefangen zu lehren in Würzburg und wusste, okay, ich habe jetzt, ich habe da so ein bisschen Geldpuffer, ich habe ein bisschen was gespart und ich habe so ein halbes Jahr, um mich einfach zu bewerben und mal gucken, ob das anläuft, sonst muss ich halt erstmal einen Nebenjob machen oder so. Und dann kamen aber zum Glück peu à peu die ersten Jobs, wie der hier für Tipp Berlin, so ein Stadtmagazin. Und da ging es eigentlich einfach um ein paar Berufe, wie Friseurin, Hebamme oder Reinigungspersonal. Und da dachte ich, wenn ich an so einen Job rangehe, probiere ich schon, entweder auch eine tolle Idee zu finden oder wenn jetzt die Idee oder wenn das Thema jetzt vielleicht nicht so viel Idee hergibt für mich, dann mit Komposition zu spielen, mit Farbe, mit Form. Und ich weiß noch, ich habe
also die haben jetzt nicht so gut bezahlt, aber ich habe sehr lange darum probiert, um spannende Formen zu finden, die mich dann ansprechen. Und dann habe ich mehr und mehr angefangen mit Geometrien und organischen Formen, die so ein bisschen gegeneinander spielen, wie hier dieses Zackige, ja, sehr cool. Und dann so Dynamiken erstellen oder hier so fast so Hebelwirkungmäßig. Bei der Farbigkeit war ich noch so ein bisschen schüchtern, habe ich mich erstmal auf wenige Farben konzentriert, weil mir das ganz gut tat. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, jetzt gefällt mir ein Bild. So lange rumprobieren am Anfang, dass es dann einigermaßen mir zusagt. Und deswegen habe ich am Anfang, glaube ich, auch viel mehr Zeit investiert, als vielleicht so ein Auftrag bezahlt wurde. Aber gerade am Anfang habe ich gemerkt, ich brauche das, um einfach das Niveau zu erreichen, wo ich mich gerne sehen will. Der genau, Thomas, das war sagt, so eine Illustration, die kenne ich. Den Tipp Berlin kaufe ich mir regelmäßig. Ach, schön. Das ist auch schon ein bisschen sehr schöner Stil, Kathi. Dankeschön. Genau, und habe dann auch angefangen, die Person so ein bisschen zu überzeichnen und mit Größen zu spielen. Und das sind so Sachen, die ich auch heute immer noch mache, obwohl ich oft jetzt viel, viel farbiger bin, also viel bunter. Und dann aber die Gabi sagt zum Beispiel, sieht richtig gut aus, vor allem die Farben gefallen mir. Dankeschön. Ja, ich glaube, manchmal muss man auch vielleicht wieder so ein bisschen sich zurückbesinnen und vielleicht funktioniert es auch mit weniger und manchmal mehr. Das ist ja auch so eine Entwicklung. Genau, und irgendwann hatte ich dann aber auch die ersten Anfragen für Scherenschnitt oder Cutout-Illustrationen. Cool. Das hat aber viel länger gedauert und die ersten Anfragen kamen tatsächlich aus den USA. Ich will das jetzt nicht komplett über den Kamm scheren, aber ich glaube, gerade auch in New York sind oft Redaktionen ein bisschen mutiger. Mhm. Die haben ja auch wunderschöne Illustrationen oft in ihren Ausgaben. Ja. Ich meine, New Yorker Cover ist eh immer top-notch. Und genau, da kamen die ersten Anfragen her. Und man sieht auch links, ich weiß gar nicht, ob das allererste war oder New York Times das erste. Beim linken habe ich dann auch wieder die Farben erstmal genommen, so aus einer vielleicht noch nicht so eine richtigen Sicherheit raus, die ich beim Diplom genommen habe für dieses Goethe-Scherenschnittbild. Mhm. Und hier ging es links war einmal über den Podcast My Favorite Murder, der über True Crime geht und den vor allem Frauen hören. Und man kann kritisieren, dass das ja True Crime vielleicht so ein bisschen, wie sagt man, ja, sich an dem aufhypen, was anderen widerfahren ist, was Schlimmes passiert ist. Aber im Artikel haben Leute gesagt, oder Frauen gerade, dass die dadurch sicherer wurden und sich mutiger wurden, achtsamer wurden, schneller sagen, wenn sie sich unwohl fühlen und nicht irgendwie höflich sind, was ja manchmal so ein anerzogenes Problem ist. Ja, es mehr sichtbar machen und dann auch zu bemerken. Genau. Und da wollte ich so dieses Aufmerksame und aber auch Unheimliche ein bisschen reinbringen. Und rechts war für ein Buchrezension der New York Times und da kann man ja auch immer sehr frei sein. Mhm. Kannst du da ein bisschen reinzoomen vielleicht? Ja, klar. Muss ich kurz gucken, wie ich das hinkriege. Sonst gehe ich mal kurz raus. Andrea sagt auch, ist echt ein ganz besonderer Stil. Oh, cool. Genau so. Und das waren, glaube ich, Kurzgeschichten, eine Kurzgeschichtssammlung, die so ein bisschen fantastisch war. Coming-of-Age-mäßig zum Beispiel ging es um eine junge Frau, die sich dann in einen Aal verwandelt hat. Wow. Und, ich weiß gar nicht mehr die ganzen Sachen, das ist schon ein bisschen her, aber da habe ich dann hier so eine Geschichte reingebaut. Das ist ja fantastisch. Du hast quasi die Storyline in den Aal reingebaut. Genau, so manche Stories. Und das ist jetzt auch alles digital schon entstanden, aber hat natürlich immer, also sieht man ja auch, dass manches so nicht funktionieren würde, aber hat dann schon immer noch die Ästhetik von. Das ist dann mehr wie so ein Holzschnitt. Ja, stimmt, genau. Eine kleine Welt für sich, sagt Wavy, genau. Ja. Fantastische Idee. Auch nochmal der Aal im Wasser selbst mit dem Gras links und rechts. So. Ja. Sehr gut. Und eben bei den Farben noch ein bisschen zurückhaltender. Genau, und dann springe ich jetzt schon mal vor, weil ich kurz eigentlich zeigen möchte, wie ich heutzutage arbeite und was für Stile ich bediene. Das lässt sich jetzt auch nicht ganz, ich habe jetzt drei, die ich zeige, nicht ganz auf drei eingrenzen. Oft bedingt sich das auch gegenseitig. Also manchmal ist es auch, dass ich Elemente, die ich aus dem Scherenschnitt kenne, dann in den Zeichnungen nehme und umgekehrt. Aber
was vielleicht so ein bisschen sich unterscheidet, sind einmal Illustrationen, wo ich fast nur in der Linie arbeite. Das war in dem Fall für die Zeit, schon zu Corona-Zeiten, eine Illustration. Und das war ganz schön, die habe ich jetzt übereinander gestellt, aber eigentlich waren die auf so einer Doppelseite, wenn man die Zeitung aufgeschlagen hat, jeweils oben über dem Text. Ja. Und der eine Text ging um wie Corona die Kita-Kinder beeinflusst und die ganze Kita-Organisation. Den Abstand die ganze Zeit, ja. Genau. Und da ging es darum, was macht das mit den Kindern? Wie kann man das überhaupt bewerkstelligen? Und auf der anderen Seite ging es um die Schule in Corona. Und da ging es auch um verschiedene Themen. Und ein Thema war eben, wenn man remote unterrichtet, also wenn es Homeschooling gibt, aber viele Kinder, Jugendliche gar nicht den Zugang zu den ganzen Geräten haben oder zu Internet und dann vielleicht so ein bisschen auf der Strecke bleiben. Ja. Und das konnte man wunderschön über diese Länge darstellen und das auch nutzen, das so in die Länge zu ziehen. Da habe ich mich aber auch wieder ein bisschen auf ein paar Farben konzentriert. Ich meine, hier oben ist ja auch ein bisschen Fläche, aber sonst hat aber zum Glück auch mit dem Gelb ganz gut auf Zeitung geklappt. Das ist ja gar nicht immer so leicht. Dann so das, was ich, glaube ich, am häufigsten illustriere, das sind so Illustrationen, wie gesagt, also ich habe immer noch den analogen Part, zeige ich auch später, und dann den digitalen Part, zumindest in den zeichenbasierten Stilen, und füge dann digital die Flächen ein. Und manchmal habe ich natürlich diese Freisteller, wie hier, die dann vielleicht auch ein bisschen Layout eingebunden sind, und manchmal hat man vollflächige mit einer Hintergrundfarbe. Und sind die auch analog entstanden oder hast du da direkt digital angefangen? Nee, die arbeite ich auch, fange ich auch analog an. Ich merke einfach immer noch, dass ich nicht hundertprozentig mit den Pinseln in Photoshop so zufrieden bin, wie ich es bin, wenn ich es analog zeichne. Mhm. Und ich auch einfach mit der Hand ein bisschen geübter bin. Also ich benutze Wacom Cintiq und eigentlich komme ich damit wunderbar zurecht. Aber dann ist es die Haptik vom Papier oder weiß nicht, also so die, manchmal auch vielleicht ein Fehler, der durch das analoge Zeichen, durch das Material entsteht oder durch das Video. Genau. Genau. Und so arbeite ich zumindest die Outlines, die Linien analog vor und scanne das dann ein. Das, wie gesagt, das zeige ich gleich nochmal ausführlich. Womit arbeitest du denn analog? Sind das Bleistifte oder Marker? Das sind Buntstifte. Das ist mein Mäppchen ganz weit hinten. Das sind so Polychromos von... Alles klar. Genau. Also ich habe einen da. Ah ja, perfekt. Und ich finde, der hat einen sehr schönen, dichten Farbauftrag. Ja. Genau. Und ich habe immer, ich glaube, preußisch-blau oder so. Also sehr, oder nee, Dark Indigo. Also ich zeichne mit Buntstiften, aber eigentlich immer nur mit einer Farbe. Mhm. Zumindest wenn ich manchmal so für mein Skizzenbuch mit mehreren, aber... Für die Illus, für Kunden immer mit dem Dark Indigo. Das taugt mir irgendwie mehr, als wenn es ein ganz schwarzer Buntstift ist. Ich weiß auch nicht warum. Es hat noch so eine ganz leichte Gräulichkeit, vielleicht so ein bisschen sogar wie hier. Mhm. Und es ist aber dunkel genug, dass es einen schönen Kontrast gibt, wenn ich es dann einscanne und dann die Linie extrahiere. Genau, und damit zeichne ich vor allem. Und dann einfach auf A4-Papier. Und damit ich nicht, also ich verschwende schon leider sehr viel Papier, benutze ich alles doppelt. Also wenn ich dann beim Lichttisch das eine gezeichnet habe, nutze ich die, also hier sieht man, das war mal eine... Oh, zeig mal bitte in die Kamera. Also das ist jetzt ausgedruckt, aber das war eine Skizze, die ich dann nochmal ausgedruckt habe. Mhm. Und hier habe ich auf der Rückseite jetzt die Notizen für heute. Also dass es wenigstens ein bisschen wiederverwendbar ist. Das heißt, du machst eine Skizze, dann gehst du an deinen Leuchttisch, machst eine Reinzeichnung. Genau. Und dann scannst du ein und arbeitest in Photoshop weiter. Genau, und wenn ich dann merke, kleine Teile passen noch nicht, manchmal illustriere ich dann direkt in Photoshop, und wenn ich merke, nee, irgendwie das, da brauche ich so eine Rundung und ich kriege ich einfach digital nicht hin, dann muss ich halt nochmal ausdrucken den Teil und nochmal einscannen und also nochmal zeichnen, nochmal einscannen. Genau, das mache ich eigentlich so rum. Ich habe auch schon ein paar wenige rein digital gezeichnet, weil ich dann unterwegs war und Scanner, Lichttisch und alles dabei hatte.
Aber das gefällt mir nicht so gut. Also es, ja. Also es ist auch, andere sehen das manchmal, glaube ich, gar nicht, aber bei einem selbst, genau. Ich stimme dir dazu. Ich sehe das auch so. Das ist nicht wegzudenken, das Analoge. Ich schätze es auch total, wenn Leute noch analog zeichnen oder illustrieren. Ich finde das einfach eine wahnsinnig schöne Ästhetik und ich schätze genauso auch das rein Digitale. Also da gibt es auch fantastische IllustratorInnen. Aber ja, irgendwie hat beides so einen Platz bei mir. Ja. Genau, und das sind so typische Illustrationen eben, die dann, ich glaube, für die ich am meisten gebucht bin, werde. Das links war für ein österreichisches Magazin, für das ich sehr gerne arbeite. Mhm. Die Wienerinnen, die haben auch, also ich weiß nicht, ob es schon immer so war, aber die sind auch sehr progressiv, finde ich, in ihren Inhalten. Ja. Und da ging es zum Beispiel um so Paare und Beziehungen und so Klischees. Und da muss ich sagen, da habe ich mich auch wirklich in der Idee inspiriert, also so diese, wenn man so eine Einheit ist irgendwann, oder manche Paare. Bei Claire Bretécher, die ich anfangs genannt hat, die hatte in einem Comic mal genau so eine Szene, wo so ein Paar so verschlungen war und irgendwie daran musste ich denken. Sehr cool. Und das rechts. Sehr schön. Dankeschön. Genau, und das rechts ist für die New York Times zum Thema Corona und Doppelbelastung und Sommerferien, wo nichts los ist und so. Genau, und da habe ich eben auch ganz stark mit der Farbigkeit gespielt, um diese Hitze, glaube ich, nochmal so ein bisschen rüberzubringen. Ja. Und ja, wie man sieht. Die Carina sagt gerade, Polychrome sind einfach toll, so vielseitig einsetzbar. Mhm. Und Wavy sagt, damit bin ich groß geworden, Buntstifte von Faber. Ja, ja, und ich finde gerade Polychromos, die können, was ich gar nicht so viel nutze, aber von sehr sanft zu sehr wirklich blickdicht, starke Pigmentierung funktionieren. Die sind wirklich vielseitig einsetzbar. Und es kommt doch immer darauf an, wie spitz man sie hat und ob man flächig mit ihnen arbeitet oder mit der Spitze oben, kann man eigentlich alles erreichen, von der dünnen Linie bis zu einer vollflächigen Kolorierung. Das ist ja, super Stifte. Wir machen keine Werbung. Das ist nee, leider nicht. Welches Feedback von Künstlern. Genau, und auch bei so freien Illustrationen probiere ich dann auch immer ein bisschen mit Linie und Fläche eben zu spielen, was hier nochmal stärker rauskommt als dann natürlich bei so einer vollflächigen. Und das sind jetzt so Illustrationen, habe ich ja schon ein bisschen was gezeigt vorhin, die Illustrationsshops, wo ich die Cutout-Technik nutze. Und ich muss sagen, am meisten bucht mich dafür auch mittlerweile Bloomberg Business Week. Und da bin ich mittlerweile auch vielleicht schon so ein bisschen wieder weg von dem, wo ich ursprünglich war. Also das rechts erinnert mich schon noch so an die Scherenschnitt-Ästhetik hier und da. Das war mal für den Cicero über Neukölln. Stark. So eine, also es ist Hermannplatz. So ein, ja. So ein bisschen so eine eklektische, wilde, ein bisschen mystische, dem Text geschuldet Szene. Und links ging es um Trump in Davos, habe ich glaube auch schon vor 2 Jahren. Das ist ja halt immer dieser Wirtschaftsgipfel, glaube ich. Und genau, was passiert, wenn Trump dort hinkommt und wie es sein wird. Und die sind manchmal auch sehr klein, also das war nicht so groß, sondern das war viel kleiner und da werde ich dann so ein bisschen plakativer noch. Damit es noch lesbar ist, ja. Genau, genau. Und da habe ich dann auch nicht immer überall noch die schwarze Outline oder so, sondern habe dann vollflächig, auch vollflächig, ja, genau. Vollkommen. Genau, aber so entwickelt sich halt auch manches so einfach im Job weiter. Ich muss auch sagen, dass ich besser daran bin, mich zu entwickeln oder zu experimentieren in Jobs als so bei freien Projekten bisher. Gerade ändert sich so ein bisschen, weil ich halt eh die Jobs machen muss und wenn ich dann genug Zeit habe oder mich gerade etwas reizt, etwas mal anders zu machen, ja, komme ich irgendwie weiter, als wenn ich mir selbst Aufgaben stelle, weil ich da manchmal dann schneller kapituliere als beim Job, wo man ja durchkommt. Genau, und jetzt will ich einfach noch ein bisschen auf verschiedene Illustrationen eingehen und wie ich so, also konzeptionell arbeite und was für mich eine Illustration dann spannend macht. Fantastisch. Das war wieder für die Wienerin dieses Jahr oder letztes Jahr schon, glaube ich. Und da ging es um das Thema, dass man heutzutage alles oder gerade so die Meilensteine in seinem Leben auf Social Media festhalten will und muss. Also oder so ein Trend, der dahin geht bei manchen. Da ging es im Text um verschiedene Sachen und was ich mir rausgepickt habe, war eben der Heiratsantrag, der dann auch mit Flashmob und
Shishi passiert. Da hatte ich total Spaß, auch ein bisschen mit so Symmetrien zu spielen, was man ja sieht. Und die dann aber auch wieder zu brechen, wie und dann kleine Geschichten damit zu erzählen, wie hier diese Schwäne, die dann eigentlich bei der Denkarbeit du da auch reinsteckst. Ja, und das macht mir immer total viel Spaß. Und ich habe dann auch, wie gesagt, wieder diesen Bezug zu Geschichten erzählen, dass man überall was liest, aber das ganze, die ganze Illustration auch als solche erstmal versteht oder vielleicht im besten Fall auch schön findet und eine Atmosphäre oder einen Eindruck bekommt, wenn man kurz drauf guckt. Und wenn man länger drauf gucken will, findet man eben noch so kleine Details. Ich glaube, das ist so eine Herangehensweise. Dankeschön. Ja. Und witzig, sagt Wavy. Ja. Das ist eine Frage von Gabi, die sagt, wie viel Zeit hast du denn im Durchschnitt für einen Auftrag? Es kommt natürlich immer ganz drauf an. Das ist, glaube ich, die Standardantwort. Aber oft ist es so, dass... wir sind schon ziemlich spät, ne? Es ist jetzt 3:15, ja. Wir haben noch 15 Minuten oder wenn du möchtest, 25. Okay, dann gehe ich gleich mal ein bisschen schneller. Aber auf die Frage einzugehen, am besten habe ich einen Tag für Skizzen, gerne so einen halben Tag heute und einen halben Tag morgen, bis ich die abgebe. Mhm. Und dann noch so 2 Tage für die Reinzeichnung. Also das ist jetzt so, für so einen Job zum Beispiel, ist das so recht realistisch, im besten Fall natürlich mehr, aber also das ist so Minimum, sage ich mal. Mhm. So 2-3 Tage. Und das heißt auch nicht, dass ich dann nur daran arbeite, sondern dann gliedern sich so die Tage in verschiedene Jobs und mache morgens die Skizze für das eine, am Nachmittag zeichne ich das andere aus oder arbeite ich es aus und so ist auch immer ein bisschen Abwechslung drin, genau. Ja. So ganz grob. Ja, und also meine Figuren werden auch, glaube ich, immer ein bisschen comichafter oder absurder, also je nach Job auch so ein bisschen, aber die werden auf jeden Fall mehr abstrahiert und genau. Das ist fantastisch, die Illustration rechts mit der Geburt, wo nochmal das Selfie so ganz nah. ich glaube, die war auch sehr beliebt auf Instagram. Die ist großartig. Genau, dann habe ich auch mal eher, jetzt gehe ich mal ein bisschen schneller voran, weil ich will ja auch noch was in Photoshop zeigen, dann habe ich auch mal eher so ein bisschen kritische Illustration zum Thema Wohnungsmangel. Habe dann irgendwann angefangen, auch mit so abstrakten Elementen zu arbeiten, die, wie hier, da geht es um die digitale Welt, in der sich die Generation Z aufhält. Mhm. Und ein bisschen abstrakter zu werden an manchen Stellen. Ja. Finde es auch sehr spannend, wenn man im Layout mit dem Layout spielen kann. Schön. Also hier geht es um smarte Häuser und dann kann man hier... Das typische Bild mit der Katze auf dem Staubsauger. Und genau. So niedlich. Genau. Und Google Doodle. Google Doodle habe ich auch mal gemacht. Ich glaube, das habe ich auch schon beim letzten Mal vorgestellt, aber das muss man ja einfach sagen. Ja. Genau, das war auch ein schöner Job, weil man ganz spannend eben auch mit der Typo spielen konnte. Das fand ich total schön. Das war Max Bohr. Okay. Physiker, Physiker, genau. Also ich hatte das schon wieder vergessen. Ich glaube, das war mein einziges Hassfach in der Schule, aber irgendwie habe ich es dann doch verstanden und meinen Vater noch ein bisschen gefragt, was genau kannst du mir drüber erzählen? Und dann so ein paar Elemente, die für ihn stehen, eben eingebracht. Dann mache ich manchmal auch so eine Art Maps, Landkarten. In dem Fall war es ja auch sogar zu einem Thema. Das war ging um die Geschichte des Laufsports und wie es am Anfang eher so Cross-Country-mäßig war und auch sehr wenige farbige Menschen, Entschuldigung, schwarze Menschen, my bad. Und irgendwann viel diverser wurde, am Anfang auch nur Männer, also waren Frauen in dem Sport überhaupt nicht erlaubt oder gern gesehen und irgendwann hat sich dann die erste Frau durchgeboxt. Also es kommt, glaube ich, auch so, cool. Oder so dieser Trend, der dann auch bei uns ankam, wurde halt durch die USA beeinflusst. Genau, dann mittlerweile durch die verschiedenen Länder. So Jogging. Die kleine Bergziege da, die ist mir gleich aufgefallen. genau, da mal so ein bisschen Infografikmäßig, da habe ich jetzt auch das Neue gemacht. Das war quasi letztes Jahr für das Jahr davor. Toll. Und da habe ich, das kennt man ja auch von anderen Ideen schon, dass man so mit der Schrift spielt, aber das hat auch unglaublich Spaß gemacht,
zwar dann eben so ein bisschen infografikmäßig die ganzen Inhalte hier reinzubauen. Ich muss dir ein bisschen Feedback aus dem Chat geben. Alpa Dostal ist da. Alpa war letzten Montag mit uns hier. Der sagt, ach, toll, viel. Andrea sagt, ich liebe den langen Katzenschwanz. Gabi sagt, sieht richtig super aus. Wavy sagt, macht einfach Spaß zuzuschauen und zu entdecken. Sehr erzählerisch. Und Thomas sagt, ein super Wimmelbild. Und Pia sagt, das sieht fein aus. Dankeschön. Ganz viel Begeisterung hier. Und ich kann das nur teilen. Ich bin hin und weg von deinen Sachen. Vielen Dank. Ich wollte eigentlich auch noch ein bisschen, wie gesagt, muss man kurz abwärmen, aber noch. Genau, oder manchmal wird es auch einfach eher eine atmosphärische Illustration zum Thema Musik auf dem Arbeitsplatz. Also da ist vielleicht auch gar nicht so viel Idee dahinter, aber dann kann ich mit Größen spielen oder mittlerweile bin ich auch nicht mehr ganz so akkurat wie hier. Habe ich ja eigentlich sämtliche Formen sehr akkurat gezeichnet und dann habe ich auch irgendwann angefangen, eher so ein bisschen überzuzeichnen und ich weiß nicht, ob man versteht, was ich meine, so dann die Linie mal daneben zu setzen und so ein bisschen freier zu werden. Ja. Ich habe dann noch irgendwann auch ein paar Produkte gemacht, das sind auch nicht so viele, macht aber total Spaß. Das war hier zum Beispiel für einen CSD-Special von einem Gin aus Stuttgart. Oh, das ist eine fantastische Illustration, die ist großartig. Dankeschön. Genau, und da hat auch noch ein toller anderer Illustrator ein Gegenstück gemacht. Und was auch sehr spannend war, dass mich Sarah Illenberger, die kennen bestimmt viele auch, mal gefragt habe, ob ich mit ihr zusammenarbeiten will. Die macht regelmäßig die Schaufenster für MS. Mhm. Wie man es ausspricht, MS. Haben meine Scherenschnitte gut gefallen und ich sollte dann so Vorlagen machen, die sie dann später gebaut hat für die Weihnachtsfenster. Das war vor 2 Jahren schon, glaube ich. Ja. Und da habe ich dann verschiedene sehr freie Figuren. Das Thema war so Play und dann Marionetten. Mhm. Und die sind dann letztlich auch gebaut worden. Und ich habe den, sieht man jetzt leider hier nicht gebaut, aber den Hund habe ich noch zu Hause stehen, den wollte ich wieder mitnehmen. Genau. Und dann will ich jetzt endlich mal dazu kommen, wie ich arbeite. Das zeige ich an einem Beispiel vom Weekender, also ein Auftrag fürs Weekender-Magazin. Das ist ein wunderschönes Magazin, das dreht sich um Reisen und Essen und Wohnen und so. Mhm. Ein bisschen Coffee-Table-Book. Und für die habe ich vor 2 Jahren schon mal gearbeitet und da durfte ich sogar das Cover machen. Da ging es um den Verkehr in Kenia und die verschiedenen Verkehrsarten, wie sagt man, also Auto, dann die Roller sind ganz bekannt, die Busse und so weiter. Und Tuk-tuk. Da habe ich auch... Tuk-tuk sehe ich da, ein rotes. Ja, genau. da habe ich auch das erste Mal, glaube ich, so richtig so eklektisch und wimmelig gearbeitet. Mhm. Sieht man später nochmal kurz. Und das war auch ein Job, der mich total viel weitergebracht hat, in den ich, glaube ich, ziemlich viel reingesteckt habe damals und dann aber mein Ziel sehr geprägt hat. Und dieses Jahr für die 34. Ausgabe haben sie mich wieder gefragt. Mhm. Und das war so ein Briefing, das man dann kriegt. Also am Anfang natürlich kriegst du eine Mail und da steht dann drin, hey, hast du Lust? Und kriegst die ganzen Fakten. Und diesmal war es ein Reisebericht über Ägypten, über Kairo. Und da haben sie eben die Illustrationen vom letzten Mal so als Mock-up reingesetzt, mhm. um für mich zu zeigen, wo die etwa steht und dass man dann, also es ist eine Doppelseite. Mhm. Genau. Im Grunde nehme ich das dann, schneide noch vielleicht die Mock-ups raus, druck's mir aus, was ich vorhin schon mal kurz besprochen habe und überlege mir dann, was an die Stellen als Skizzen kann. Und das ist mal so eine kleine Auswahl an Recherche, weil ich muss sagen, also es war einfach ein Reisebericht über Ägypten von dem Autor, dass ich noch nie in Ägypten war. Also logischerweise auch noch nie in Kairo, aber die Orte wurden ganz schön beschrieben zum Teil auch nur angedeutet. Und dann gehe ich eigentlich meistens so einmal nutze ich total gerne Google Maps. Bei Ägypten ist leider der Fall, dass man die Street View nur an so ganz ausgewählten Punkten nutzen kann, was auch schon cool ist, aber dann ist es manchmal auch eher so ein bisschen touristisch, aber manchmal eben auch
hat man auch wirklich einen ganz guten Blick. Okay, wie ist denn der Blick vom Park, der im Text genannt wird, auf die Stadt? Das ist eine tolle. Ich probiere immer nicht, diese Werbefotos zu bekommen. Mhm. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Manchmal gucke ich auf Instagram, dann irgendwie Hashtag Travel Egypt oder sowas. Mhm. Das war jetzt in dem Fall vom Marriott. Das war jetzt nicht so hilfreich. Oder es wird nämlich auch ein Hotel erwähnt mit einem sehr großen Kronleuchter. Ah, okay. Und dann gucke ich mal hier Four Seasons Hotel an und speichere sowas ab oder auch mal so TripAdvisor. Mhm. Ah, du bist klug, das machst du super. Das sind super Ideen. Genau so, oder Flickr oder so. Also eher die nicht so populären Hochglanzsachen oder dann wie sieht eine Hochzeit in so einem Hotel aus. Dann auch Hochzeitsvideos, super. Ja. So handmade quasi, um einen Eindruck zu bekommen. Hier von TripAdvisor für die Bäckerei waren eigentlich echt gute Bilder, weil die eher so ein bisschen aus dem Alltag kamen und nicht Hochglanz sind und man da wirklich die Bevölkerung sieht, die da wirklich wahrscheinlich tagtäglich rumläuft. Und hier so die Lampen oder so Urlaubsvideos von Leuten, auch so Partyboot, dass man einfach so einen Eindruck kriegt, weil gerade bei... Wer hätte gedacht, dass Urlaubsvideos fremder Leute auf YouTube so viel... so hilfreich sein können. Ja, total. Ist auch ein bisschen creepy vielleicht, sich die anzugucken. Aber ich zeichne ja nicht eins zu eins nach und die Leute stellen es ja online. Genau, so suche ich mir dann alles zusammen. Und jetzt in dem Fall, weil es ja um einen Reisebericht geht, schaue ich, dass ich halt die Atmosphäre gut einfangen kann. Was für Farben sind da? Wie sieht die Architektur aus? Weil ich einfach... natürlich, wenn ich vor Ort mal gewesen wäre, vielleicht schon ein Gefühl hätte, aber so muss man ja erstmal da hinkommen. Und das Haus habe ich dann auch später in der Illustration so ein bisschen abgewandelt, verwendet zum Beispiel. Cool. Und dann sind das so die ganz ersten Skizzen, die sind sehr rudimentär. Oh, ich liebe es. Das ist jetzt so Aufmacher. Die Schiefer-Pfeife, fantastisch. Ja, genau. Also, ne, wenn du erkennst das sogar, würde es jetzt so noch niemandem schicken. Und das sind dann so die, die richtigen Skizzen. Also das ist jetzt, es waren insgesamt 7 Viertelseiter. Also vorhin hat man nur einen Ausschnitt gesehen aus dem Briefing. Aber eben auch der Aufmacher und dann noch ein paar Spots. Und beim Aufmacher habe ich jetzt nur eins geschickt. Das war in dem Fall schon okay. Und da sieht man schon, dass ich auch mich wieder für so ein collagiges Bild mit so Größen entschieden habe. Und das ist jetzt ein Beispiel für so ein Viertelseiter, wo es dann die Hotelszene mit der Hochzeit erzählt wird. Und da habe ich auch verschiedene... Stark. Varianten gewählt. Da ist so viel drin schon in deinen Skizzen. Das ist so pfiffig und so schön. Das ist einfach ja, so, die werden so alleine schon einfach fantastisch in der Zeitung. Ja, irgendwann habe ich auch mitbekommen, dass meine Skizzen manchmal stärker waren als meine Ausarbeitung und habe dann quasi irgendwann langsam probiert, diese Lockerheit in der finalen Illu auch zu haben. Ja, dass die bleibt. Genau. Und neben dem Wort Kairo, das ist so simpel und einfach und man erkennt sofort, dass es eine Silhouette ist mit Palmen. Ja, also manchmal weiß ich gar nicht, erkenne das auch andere, weil man ist ja viel zu nah dran. Genau, und dann haben die mir sogar das eingebaut, wie sie es gern hätten. Mhm. Also da hatte ich ja nur das geschickt, aber hier bei den Spots gab es verschiedene. Und genau, dann gehe ich mal ganz kurz rüber. Ich glaube, ich habe noch Feedback für dich. Ja, bitte. Thomas sagt, oh Mann, ich bin geflasht von all diesen tollen Illustrationen. Und Helmut sagt, sehr, sehr schön, Kathi. Fritz sagt, ich habe schon 6 Screenshots gemacht von Kathis Illustrationen. Danke. Könnt ihr auch auf meiner Website und so gerne. Genau. Tim kann nochmal den Link zu deinem Behance-Profil reinposten und zu deinem Instagram und zu deiner Website. Genau. Das motiviert mich auch mal wieder, da Neues zu posten. Andrea sagt, obwohl sie einfach sind, haben sie richtig tolle Atmosphäre, deine Skizzen. Dankeschön. Ja, das ist auch immer halt der Anspruch und man weiß ja nie, kommt man dahin, aber... Das freut mich, wenn es gutes Feedback gibt. Genau, und das ist dann quasi so meine Reinzeichnung, die ich eingescannt habe. Und ich zeige mal ganz kurz, wie ich da vorgehen würde. Also ich möchte quasi uns beide verschieben. Mhm. Ich möchte quasi die Linie extrahieren. Und zur Sicherheit würde ich das dann duplizieren und dann mit... Genau, und dann mit der Tonwertkorrektur, also verliere ich auch was am Grauwert, das habe ich mir aber, also ist für mich okay, dass ich quasi den Hintergrund recht weiß mache und immer so ungefähr hier hingehe, wo die Kurve beginnt und dann hier, wo die Kurve ansteigt. Also, dass ich einen recht dunklen Ton bekomme. Und dann gehe ich mit Auswahl Farbbereich irgendwo in einen dunklen
und einen dunklen Punkt, den ich schon ausgewählt habe, und setze die Toleranz aber hoch. Und dann sieht man ja sofort, was alles ausgewählt ist. Dann haben wir hier diese Ameisenstraße. Und dann gehe ich bei Bearbeiten auf Fläche füllen. Muss ich mir mal kurz raus, weil ich will hier schwarz haben. Und das ist natürlich blöd, weil ich bin noch in der neuen Ebene. Nochmal. Also ich habe noch eine neue Ebene. Hast du eine neue Ebene und da genau, und jetzt die Auswahl. Okay. Genau, und ich lege unten drunter immer noch eine weiße Ebene, damit ich sehe, dass... Ich glaub, das war mal einfach. Und genau. Sieht immer noch genauso cool aus. Und genau, und jetzt sieht man ja hier schon, dass ich, ich bin hier im Graustufending, aber dass ich, nur dass es hier ein transparent ist. Ja. Genau. Und damit arbeite ich dann weiter. Das habe ich jetzt hier schon. Und das ist jetzt hier so die Linie. Ich arbeite generell so, dass ich nicht ganz dunkle, schwarze Linien meistens nutze, um dem ganzen Bildschirm so eine Grundfärbung zu geben. Und im Grunde fange ich dann einfach so an, dass ich dann peu à peu die Farben mal wirklich hier so wie mit einem Lineal gezogen, also mit so einem Lasso, sehr geometrisch, mal freier reinstelle. Also das mache ich dann einfach entweder mit Pinsel oder mit dem Füllwerkzeug. Das ist ja jetzt nicht so, deswegen mache ich das jetzt mal schneller. Genau, und dann hätte ich hier schon die Farben, aber ich möchte natürlich auch die Outlines gerne einfärben. Und das mache ich immer mit der Clipping Mask. Die erreicht man, also wenn ich jetzt hier, dass man dem hier simuliere, würde man eine Ebene drüber legen, dann Alt drücken und zwischen die beiden gehen und dann kann man quasi eine Ebene auf die andere beziehen. Das kennen bestimmt viele. Und das dann färbe ich auf die Kontur gelegt. Genau, das habe ich auf die Kontur gelegt. Und dann färbe ich peu à peu, was ich jetzt auch schnell mache, die einzelnen Linien ein. Schön. Und genau, irgendwann sieht man dann, wie es aussieht. Und jetzt sieht es aus wie eine Buntstiftzeichnung, großartig. Genau, und wenn man jetzt hier sich das anguckt, sieht man ja, dass ich hier noch ein paar andere Elemente habe. Also ich merke dann auch später, okay, der Leuchter war mir zu viel und ich habe dann letztlich so eine, so eine Sonne reingelegt, die irgendwie mehr getaugt hat. Genau, und das ist dann das fertige Bild. Fantastisch. Und es ging jetzt ein bisschen fix. Ich glaube, ich spreche dafür alle, wenn wir sagen, das würde ich gerne nochmal in Slow Motion sehen. Ja. Soll ich noch irgendwann oder jetzt einfach, wenn dann Leute sich das angucken? Oder? Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass du ja schon mal bei uns warst, bei Adobe Live. Ja, stimmt. Und du hattest eine dreitägige Masterclass bei uns, die ist auch noch auf YouTube. Und da kann der Tim ja mal den Link unten reinposten. Ich würde aber auch, ich glaube, alle sind und mir hier, stimmen mir hier zu, wenn ich sage, ich hätte dich gern nochmal hier im Stream mit mehr Zeit. Und vielleicht hast du ja nochmal Lust, wiederzukommen und nochmal alles ganz langsam zu zeigen. Ich habe es natürlich nicht geprobt, das heißt, ich habe ein bisschen zu ausführlich am Anfang erzählt. Aber du hast uns auf jeden Fall neugierig gemacht, glaube ich. Und genau. Die Leute sind auch begeistert von deinen Sachen. Yep, sagt der Teamster. Genau, ich zeige nur noch ganz kurz das Projekt fertig sozusagen. Hier habe ich dann auch zwei verschiedene Farbvarianten. Ich habe mich letztlich für die linke entschieden. Genau, so war es dann gedruckt. Oh. Und hier sieht man dann alle zusammen. Und das war die, die man auch am Anfang so in der Skizze gesehen hat. Ganz gut. Und die Farbwahl war natürlich auch so ein bisschen daran orientiert, was da so passiert. Wunderbar. Genau. Nee. Dann machen wir hier einfach Schluss. Und nicht Schluss, aber ich weiß nicht, ob noch Fragen. Fragen haben wir nicht. Alle sagen, sie schließen sich mir an. Bitte mit kleinen Illustrationen live und genau, bedankt sich dafür für den tollen Wochenstart und ich kann mich da nur anschließen. Es war wirklich, deine Arbeiten sind so wunderschön, ganz ehrlich. Dankeschön. Wenn ich das sehe, ist einfach fantastisch und ich habe wieder Lust, mich mit meinen Molychromos hinzusetzen und selber aufzuzeichnen. Also ich kann auch gerne noch ein, zwei andere Sachen zeigen, aber ich weiß nicht, wir haben noch 7 Minuten. Ja, perfekt. Dann mache ich einfach noch ein bisschen weiter. Genau, ich wollte nämlich eigentlich noch zeigen, was ich mir irgendwann auch so angeeignet habe für meine Illus. Und zwar diese Kringel- oder Aktionslinien, die ich am Anfang ja auch in Comics erwähnt habe. Die nutze ich mittlerweile, Action Lines, genau. Die nutze ich mittlerweile mal exzessiver, mal weniger exzessiv. Hier einfach, um ja so ein bisschen so eine Bräsigkeit darzustellen oder manchmal auch eher so als Füller, um ein Bild zu füllen, wenn man so verschiedene Elemente hat.
Hier war das auch mit ein bisschen einer Idee verbunden, dass es einmal so Fähnchen im Wind mäßig die Figur biegt oder hier bei Kommunikation im Team, dass es Leute trägt und so eine Verbindung schafft. Also diese Linien, diese Swirls, diese Aktionslinien findet man recht häufig und manchmal eben einfach nur ästhetisch und manchmal vielleicht auch im Hintergrund. Hier war für eine Konzertreihe, habe ich die genommen, um die verschiedenen Musikarten, die KünstlerInnen produzieren, darzustellen. Cool. Wenn das mal irgendwie ein bisschen elektrischer ist oder sehr experimentell. Und links finde ich auch so stark, wie du dann mit der Größe von der Gitarre gearbeitet hast. Und der passt ja, die mag ich tatsächlich auch am liebsten. Ja, ich finde auch, fand es auch schön, dass ich mal mehr im Layout arbeiten durfte und dann hier das so rübergeht. Das macht total Spaß, wenn man so einen Auftrag hat. Genau, und also das findet man mittlerweile ziemlich häufig bei mir. Und zur Farbigkeit, das sind so frühe Arbeiten, da war ich noch sehr reduziert. Ja, und irgendwann habe ich dann, also es war jetzt zum Beispiel hier auch so eine Reihe, aber habe ich gemerkt, okay, ich brauche ein paar mehr Farben, die kann ich ja auch durchaus dann immer anders anwenden, mal mit dem dunklen Hintergrund, mal im hellen. Und mittlerweile werde ich immer, ja, glaube ich, immer, greife ich immer tiefer in die Farbkiste, ja, mal auch so ein bisschen stärker und mal eher so ein bisschen pastelliger und eben auch gerne diese Linie- und Flächenkombi. Und man sieht ja sehr viel Geschichten erzählen, detailliert, wimmelig. Und genau, was ich bei meinen linienbasierten, zeichnungsbasierten Illustrationen immer nutze, ist eigentlich nicht ein ganz schwarze Outline oder dunkle Farbe. Und bei den Cutouts eben schon, weil mich, habe ich ja vorhin schon erwähnt, weil mich das immer an diese ursprüngliche Scherenschnitt-Herkunft erinnert. Genau, und das ist vielleicht so ein kleiner Ausblick. Ich habe irgendwann mal aus Zufall angefangen, diese Linien, wenn wir jetzt... Wenn wir jetzt hier in der Illustration sind, diese Linien, auf die dann die ganzen Clipping Masks basieren, die dann die Linien einfärben, wenn ich die rausziehe, dass dann so eine ganz spannende Ästhetik passiert, ohne Linie und mit sehr, ja, so ein bisschen impressionistisch, weiß nicht, ob man das jetzt, ob ich mich da zu weit aus dem Fenster lehne, und fand das an manchen Stellen ganz lustig, also wie zum Beispiel hier so der Kopf oder dass auf einmal hier so ein eckige Schüssel passiert. Und das ist mir, glaube ich, irgendwann mal auch per Zufall passiert. Und mittlerweile habe ich angefangen, das regelmäßig einfach auszuprobieren und zu gucken, was dann bei den Zeichnungen, die eigentlich schon fertiggestellt sind, am Ende rauskommt. Dank. Und ich weiß noch nicht genau, was ich damit mache, aber das ist jetzt so eine Sache, an der ich mal ganz gern rumexperimentiere. Ja, genau. Und vielleicht auch mal irgendwie zu was Textilem verarbeite oder so mustermäßig. Das stimmt, das wäre ein super Teppich, würde ich mir sofort hinlegen. Ja, ich habe auch überlegt, ob ich bei diesem, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, diese Slowdown-Teppich-Aktion mitmache, aber da war es mir noch nicht ausgefeilt genug. Kennst du das? Slowdown, die haben wunderschöne Textilien, die sie bedrucken mit schönen Mustern, Illustrationen. Und die haben einmal im Jahr so einen Wettbewerb, wo man, der ist aber gerade vorbei, Freitag vorbeigegangen, wo man quasi einfach auf Instagram mit dem Hashtag Slowdown Art Competition oder so, was Muster, Motiv hochladen kann, und die wählen dann 12 aus, die dann wirklich gedruckt werden und also auch bezahlt werden und so. Und das klingt doch super. Das wäre vielleicht auch was für die Leute im Chat. Ja, total. Also jetzt ist vorbei, aber ich glaube, heute wird auch, werden die Gewinner bekannt gegeben. Einfach und nächstes Jahr kommt das aber wieder vor. Also könnt ihr euch schon mal... Könnt ihr euch vorbereiten. Genau. Jetzt muss ich da tatsächlich den Stream schließen. Ich würde mich am liebsten noch stundenlang mit dir unterhalten und mir deine Arbeiten ansehen. Aber jetzt haben wir nur noch eine Minute. Ja, und ich danke. Möchte
möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute dabei warst und uns Einblick gegeben hast in deine wunderschönen Arbeiten. Es war sehr, sehr inspirierend. Die Leute im Chat sind auch sehr dankbar. Vielen Dank für diese wunderbare Stunde, sagt Thomas. War wirklich gut, sagt Rudolf. Vielen Dank, war wieder toll dabei zu sein, sagt Gabi. Vielen Dank an euch. Es waren tolle Einblicke, so spannende Arbeiten. Bei der Masterclass wäre ich gern dabei, sagt Carina. Andreas sagt, vielen Dank, Kathi, war wirklich sehr gut. Ich muss ganz schnell sprechen, weil ich glaube, wir sind gleich weg. Und ich möchte euch noch sagen, wir haben nachher noch einen Stream um 13 Uhr. Da kommt der Toni Hammer wieder für euch live im UK-Stream mit It's Nice That mit Kate Morris. Und morgen um 11 Uhr sind wir wieder für euch dabei mit dem Fresco Folio und Carina Lindmeier und Dani Polen. Da geht es, glaube ich, um Map Illustration. Also da werdet ihr auch auf jeden Fall auf eure Kosten kommen. Kathi, nochmal herzlichen Dank an dich. Hast Danke du noch dir. Ein paar letzte Worte für uns, bevor du bald wiederkommst, hoffe ich? Nur ganz vielen Dank und schön, wer eingeschaltet hat. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Alles klar, vielen Dank nochmal und euch allen einen schönen Tag und bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. We'll be right back.